Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars, Below and Beyond. Wir haben beim letzten Mal direkt zum Ende das Problem gehabt, dass unsere Extraktoren hier fürs Wasser inaktiv geworden sind. Wir sind jetzt trotzdem noch in der Überproduktion vom Wasser, weil wir zum einen die Tanks gefüllt haben und ich beim letzten Mal ja hier schon drei weitere Wasserextraktoren gebaut habe. Allerdings haben wir hier auch schon wieder 900 Wasser aus dem Boden rausgezogen. Also da geht schon einiges bei durch. Gut, so oder so können wir aber die hier abreißen, weil die machen, wie gesagt, eh nichts mehr. Und dann würde ich mal sagen, wir können auch hier diese Rohre entfernen. Das müssen wir da lassen, das hier. Aber man kann doch auch irgendwie. Ich müsste ja auch die Stromkabel da jetzt wegreißen. Ist nach der Ausschlachten? Ne, doch. So, okay. Gut. Lebenserhaltungsnetze durchtrennt. Ja, aber das ist ja hier trotzdem noch alles miteinander verbunden. Mein Danke für die Warnung, aber was haben wir denn für die Tourismusbelohnung? 13 Millionen Geldmittel und zwei Bewerber neue. Okay. Das nehmen wir doch mit. So, die Kuppel wird noch gebaut, aber wir können jetzt gleich endlich die Drohnenfabrik bauen. 97%, das dürfte jeden Augenblick fertig sein. Menschenmenge 5. Edelmetalle brauchen wir da nicht hinbringen. Polymere schon. Ja, den Rest auch. Weil das möglicherweise verbraucht wird. Graden wir die hier ab oder machen wir das nicht? Es leert ja im Grunde das Ganze nur. Das können wir dann immer noch mal machen, wenn es notwendig wird. Das Polymer können wir uns vielleicht besser sparen. Oh, hier ist eins 20.000 und Qualität sehr hoch. Ja, das wird dann das nächste sein, was wir anzapfen. Jetzt will ich mal gucken, ob wir nicht die Forschung haben. Ist das unter Ingenieurswesen mit den, dass wir Beton aus den Gesteinsabfällen herstellen können? Nee, ne? Nee, nee. Ich weiß auch nicht, was das, worunter das ist. Das ist jetzt auch ein bisschen, blöd. Das sind alles. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das irgendwo so hoch in diesem Dingern vorkommt. Aber es scheint fast so zu sein. Oder ist das ein Durchbruch? Ja, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. So, nee, ich wollte 99%, genau, das wollte ich jetzt erst zuerst machen. Dass wir gleich mehr Drohnen kriegen werden, das kann so viel ausmachen. Drohnendruck, da haben wir jetzt den Netzwerkknoten dadurch freigeschaltet. Das hilft mir auch nicht bei meinem Problem. Drohnendruck, das wird vermutlich hier sein, die Drohnenfabrik. Da ist sie. Stellt Drohnenfertigbauten her, dank denen in Drohnenhubs Drohnen, die gehorsamen Arbeitskräfte der Kolonie bestellt werden können. Wahrscheinlich keine Gefahr für die Menschheit. Es braucht Arbeitskräfte. Ja, dann müssen wir die. Das ist Gott sei Dank ein Gebäude für außerhalb. Dann müssen wir die irgendwie hier in die Nähe dieser Kuppeln bauen. Ich würde das fast mal hier machen. Jetzt bringen wir hier mal die Prio hoch.
und zwei ferngesteuerte Transporter. Ah, perfekt. Der eine ist hier gerade in der Nähe. Den nutzen wir jetzt mal, um hier schnell Beton herzubringen. Und wenn wir den dahin bringen, dürfte das auch noch mal helfen. Dann kann der nämlich auch Ressourcen von hier oben da ranbringen. Vielleicht sogar tendenziell nach hier, dass er auch daran kommt. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht ganz sicher, was die Reichweite betrifft. Ja, für den Beton reicht so oder so nicht. Dann fahr du dahin. Du bringst bitte mal dort den Beton hin. Dich noch mal voll und dann müssten wir schon eine ganze Ecke hin sein. ...30 passen, glaube ich, drauf, ne? Genau. Linksklick, so. Jetzt würde ich fast sagen, nicht nur ich würde sagen, sondern ich sage jetzt mal. Ach, das Vorkommen hier ist komplett abgegrast, okay. Dass wir da ruhig noch eine Ladung hinbringen, auch wenn wir fast fertig sind, weil wir brauchen ja dann für die Gebäude innen drin auch nochmal Beton. Also das macht auf jeden Fall Sinn, da noch mindestens eine Fuhre herzubringen. Aber dann ist es auch erstmal gut. Ja, wenn das Vorkommen hier erschöpft ist, dann können wir die hier auch zerlegen. Und hier nochmal ein paar Kabel wegnehmen. Achso, das braucht nur einfach einen Moment, okay. Vermutlich bis Drohnen dafür Zeit haben. So, jetzt wird die Kuppel gebaut, dann haben wir hier jetzt gleich auch Strom. Das heißt, wir haben hier noch eine Drohne, ein Drohnenhub mehr in Reichweite, das hier das Ganze versorgen kann. Wenn die jetzt den Beton da oben hinbringen, das macht auch nicht so schlimm viel Sinn. So, ein Durchgang, den können wir jetzt von hier. Unter einer funktionierenden Kuppel platziert werden. Ach stimmt, das musste, glaube ich, hier so, ne? Richtig. Ja, ja, ich erinnere mich. Das war ja nicht so an den Ausgang, sondern das musste hier in ein Feld positioniert werden. Ja, aber wieso kann ich? Ich verstehe das Problem, dass. Ah, doch, so geht's, okay. Muss jetzt nur gerade mal schauen, wie wir das am schlauesten machen, ohne dass ich mit dem Metallvorkommen da großartig in. Machen wir das mal so. Das ist auch nicht der eleganteste Weg, das hätte ich anders planen können und sollen, aber wenn man sowas im Nachhinein macht, ist das halt immer schwierig. Den Garten nehmen wir da mal raus.
Mir ist das zu... Ist das die maximale Länge? Ja, sieht fast so aus, ne? Ach, das Problem ist das Stromkabel. Ja. Das ist wirklich die maximale Länge. Dann frage ich mich, ob ich die Kuppel da überhaupt mit reinnehme, ob wir die nicht auf Dauer mal irgendwie anderweitig nutzen, weiß ich nicht. Ich habe die beiden hier jetzt auf jeden Fall dann gleich schon mal verbunden. Dann können wir hier das Innenleben noch ein wenig planen. Und zwar intelligente Anlagen. Ich mach mal direkt 3 Stück davon. Ja, jetzt ist die Frage, die sollen sich ja auch Sachen teilen. Oder die können sich Sachen teilen, was natürlich sehr nützlich eigentlich ist. Also wie zum Beispiel ein Kunstladen, Sicherheitsstationen und sowas. Das sind alles Sachen, die müssen wir jetzt nicht in jeder Kuppel wieder bauen. Eine Schule. Ah, Moment, der Schule, das ist ein gutes Stichwort. Eine Mars-Universität bildet Spezialisten. Genau, das ist etwas, das wir auf jeden Fall hier reinbauen werden. Die kommt nach dort. Dann haben wir die Schule, die Universität. Was war das nochmal? Ja, das ist ein Forschungsgebäude. Okay, das erzeugt auch, oder? Ja. Das erzeugt auch Forschung. Wohnraum für Touristen und Kolonisten. Luxuriöse Hotels mal sorgen für das beste Urlaubserlebnis. Die Zufriedenheit von Touristen steigt durch einen Aufenthalt. Das ist halt recht teuer, aber klingt auch jetzt nicht so ganz schlecht. Und das Aufklärungszentrum, habe ich das schon gebaut? Wie sieht denn das aus? Mit so einer Antenne. Ich würde ja mal vermuten, dass ich das noch nicht gebaut habe. Da ist es schon mal nicht drin in der Kuppel. Und in dieser auch nicht. Dann bauen wir das doch auch mal. Da können wir... Ach so, das muss außerhalb von der Kuppel gebaut werden. Ah, da muss ich noch mal schauen. Vielleicht haben wir das dann doch schon. Aber sicherlich in der Reichweite von der Kuppel, oder? Ja. Also ich sehe es nirgendwo. Bauen wir das... Ich glaube, wir bauen das hier in die Nähe. Ja. Wir verbraten gerade viele elektronische Geräte. Wir brauchen da jeweils 5, da 15. Hier sicherlich auch welche. Nochmal 5. Okay, wir müssen auf jeden Fall einkaufen. Frachtrakete. 15, 15 und... Wir haben nur 20. Ich würde hier durchaus 40, vielleicht sogar 50 kaufen. Ja. Und dann nochmal ein paar Polymere. So. Dann sind wir fast pleite, aber wir haben gleich auch erstmal wieder Ressourcen. Und gleichzeitig könnten wir auch eine Passagierrakete wieder starten lassen. Wieder ein Tourist. Ja, das hat ja eigentlich gut geklappt mit dem Touristen. Ne? Ein Botaniker, ein Mediziner. Gerne immer Wissenschaftler. Und haben wir noch einen Ingenieur? Nein, dann nehmen wir noch einen Wissenschaftler. 12 von 12 ausgewählt. Los geht's. So, Drohnenfabrik. Ja, da ist noch niemand, weil jetzt wahrscheinlich noch niemand in dieser Kuppel lebt. Die Verbindung ist auch jetzt gerade erst erstellt worden.
Hier gibt es ja jetzt auch noch die Möglichkeit, eine Rampe zu bauen. Ich baue mal eine hier. Da passt es nicht. Okay, dann bauen wir nur die eine dort. So, wir müssen jetzt für diese Kuppel natürlich auch noch mal Tanks bauen. Ist alles so eng hier. Ich müsste das Ganze wahrscheinlich hier machen. Schauen wir uns das mal an. Ja, wir haben hier auch Anschlüsse. Dann würde ich die Leitung hier gleich noch mal verlegen. Die Frage ist, warte ich hier jetzt noch darauf, dass wir die großen Lager bekommen? Ich denke ja. Ja, machen wir. Was haben wir hier noch Schönes? Sorry. Neues Schützengebäude, Klonbehälter. Naja, das war das, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das so sinnvoll überhaupt ist, ne? Ah, die Laser, wenn wir mal Meteoritenstürme bekommen, die sind auch gut, aber das ist auch alles so teuer. Ich würde mich lieber mal auf Sachen konzentrieren, die günstig und nützlich sind. Ah, hier Lagerkapazität von Wasser, Sauerstoff und Strom um 50% erhöht. Das ist doch was Günstiges und sehr Gutes. Pilzfarm, naja. Schaltet in den Farmen und Hydrokulturfarm neue Nutzpflanzen frei. Da wir nicht mit Nutzpflanzen arbeiten, bringt uns das auch nicht. Kolonisten, die auf dem Mars geboren wurden, schließen Universitäten und Sanatorien schneller ab und haben eine höhere Chance, in Schulen Stärken zu erhalten. Na, das ist doch auch was Sinnvolles. Okay. Wie viel Edelmetalle? 16. Das ist eine gute Hausnummer. Ah, ich habe Mist. Ich habe das noch nicht wieder eingeschaltet. Aber trotzdem sind wir erstens technisch gut aufgestellt. Hier wurde allerdings auch gerade geerntet. Habe ich die hier eingestellt auf nur Spezialisten? Ja. Bremse ich mich damit vielleicht sogar ein bisschen aus, wenn ich hier auch... Ah ne, wir haben aber keine überzähligen Arbeitskräfte. Von daher ist das eigentlich egal. Uiuiui. Da werden wir gleich in die Situation reinlaufen, dass wir keine Wartungen mehr machen müssen, erst wenn die Rakete ankommt. Eine neue Anomalie gefunden, endlich mal wieder. Ein Durchbruch, okay. Drücken wir die Daumen, dass das irgendwas sehr Starkes ist. Ferngesteuerter Sucher, fahr bitte schon mal nach hier. Und dann machen wir als nächstes mal hier oben weiter. So. Aber dann würde ich den vielleicht nicht nach da unten fahren lassen, sondern direkt nach da oben. Ja. Okay. Lagerbestand niedrig, das erübrigt sich gleich, das Problem. Beton, ich darf das halt nicht aus den Augen verlieren, dass wir da irgendwann in die Situation reinlaufen könnten, dass wir dann nichts mehr haben. Denn noch haben wir sehr viel und es ist auch egal. Hä, hey, das hier ist doch ein Betonvorkommen, oder bin ich blöd? Na, da sind wir jeweils außerhalb der Drohnen. Drohnenhub-Reichweite. Gucken. Ah doch, das geht. Okay. Dann bauen wir dich dorthin. Strom um
holen wir uns von da. Betonlager. Oh, unsere Ressourcen sind da. Vielleicht lassen wir erst die Passagiere. Nee, wir lassen erst da die Ressourcen landen und hier die Passagiere. Größere Mülldeponie. So. Jetzt sind wir hier wieder besser aufgestellt. Schauen wir mal, wo die Passagiere hinlaufen. Ich hoffe in die oder in die Kuppel. Aber da sieht es wohl noch aus. Stromkabel. Nicht genug Strom. Wow. Okay, da müssen wir gleich mal nachgucken. Erstmal haben wir jetzt einen neuen Durchbruch. Die Mars hat alle Kolonisten verbrauchen 25% weniger Nahrung. Okay, das klingt nicht so ganz schlecht, wenn ich das mal sagen darf. So, hier werden jetzt Drohnen produziert. Kann ich in irgendeiner Form einstellen, wo und wie viele? Nee, kann ich nicht. Strom. Windräder. Bauen wir noch mal ein paar weitere. Windräder. So, dann, aber wir sind jetzt schon wieder im Plus, dann sind wir es gleich aber noch viel mehr. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder ins Minus kippen, wenn die Nacht beginnt und die sich alle ausschalten. Das passt schon. Ich habe den Transporter nicht wieder in den Automatikmodus gestellt. Das war natürlich nicht so ganz schlau. So, Mars-Universität. Benötigte Spezialisierung, Ingenieure 14. Ah, das ist praktisch alleine schon deshalb, weil ich das da jetzt sehen kann. Okay, gut. Aber wir machen jetzt Ende schon für heute ein bisschen früher als sonst. Aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und tschüss.